Die Seeschlacht bei Seeland oder bei Svold war eine besonders wichtige Seeschlacht der Wikingerzeit wegen ihrer entscheidenden Bedeutung für die Machtverhältnisse im Ostseeraum. Die Schlacht fand zwischen dänischen Truppen unter König Sven Gabelbart und schwedischen Truppen unter König Olaf Skökonung. unterstützt von abtrünnigen Norwegern unter Erik Hakonsson auf der einen und christlichen Norwegern unter König Olaf Traikvasen auf der anderen Seite am 9. September 1000 in der Ostseestadt. Sie endete mit der vollständigen Niederlage Olaf-Treikwassens. Norwegen wurde zwischen Schweden und Dänemark aufgeteilt. Lokalisierung: Nach Adam von Bremen fand die Schlacht zwischen Schonen und Seeland in einem schmalen Sund bei Halsingburg statt. Auch die kurzen norwegisch-isländischen Berichte aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts berichten das gleiche. Die Historia Norwegier sagt, dass Olaf von hinten wie ein Schaf von Wölfen überfallen wurde, als er Seeland entlang segelte. Die Nurune Agrib berichtet, dass Olaf mit nur elf Schiffen bei Seeland von dem Schwedenkönig Olaf. Erik Jal und Sven Gabelbart mit insgesamt 82 Schiffen angegriffen wurde. Erst in der späteren Heimskringla wurde die Schlacht in den Ostseeraum und zwar in die Svolderbucht bei der Insel Svolderoy verlegt. Der Ort lässt sich heute nicht genau lokalisieren. Es gibt Historiker, die der Auffassung sind, dass es sich um das Seegebiet bei der Insel Wilm im Greifswalder Bodden in der Ostsee handelt. Möglich ist auch der Stettinerhaft, da die Flotte König Olafs sich auf der Rückreise vom polnischen Fürstensitz in Posen befand. Andere Historiker vermuten, dass es sich um die Insel Greifswalder, die Insel Riems oder eine Insel im dänischen Öresund handelt. Daneben nimmt Grümpke die Existenz eines weiteren, heute durch Wellen verschlungenen Eilandes in der Nähe der Greifswalder Eu an. Eine Untersuchung unter geografischen und militärtaktischen Gesichtspunkten kommt zu dem Ergebnis, dass die Schlacht vor der Südspitze der Insel Hiddensee stattgefunden haben könnte. Vorgeschichte. Der politische Hintergrund der Schlacht lässt sich nicht sicher ermitteln. Adam von Bremen meinte, dass das Bündnis zwischen dem dänischen König Sven Gabelbart und dem schwedischen König Olafs Kölkonnung von Olaf so als eine Gefahr angesehen wurde, der er militärisch entgegentreten wollte. Später wurde sein Bericht dahingehend erweitert, dass Olaf nach Süden gezogen sei, um den Ansprüchen seiner Frau Teire, der Schwester Sven Gabelbart's auf ihre Ländereien Nachdruck zu verleihen. Noch später, besonders bei Snorri, war nicht mehr Olaf Treikwazin der Angreifer, sondern der Angegriffene. Die Frau Sven Gabelbatz, die Schwedin Sigrid Storade, habe diesen zur Vergeltung für Beleidigungen, die er Olaf wegen ihres Heidentums zugefügt habe, aufgestachelt. Diese Motive werden aber von den Historikern für unglaubhaft und Ausfluss einer eher romantischen Schilderungsabsicht gehalten möglicherweise empfanden seine Gegner in der Schlacht seine Fahrt zu den Wenden als eine Einmischung in die Verhältnisse in der Ostsee. Jedenfalls hat Norwegen nach dieser Schlacht in der Ostsee keine Rolle mehr gespielt. Schlachtverlauf Wahrscheinlich auf der Rückfahrer von den wendischen Siedlungsgebieten am Oderhaf gerieten die Schiffe des Königs Olaf Traikvason bei der Insel. Svolderoy in einen Hinterhalt der Vereinigten Schwedisch-Dänischen Flotte der unter dem Einfluss des Wendenherrschers Boleslav Krobri stehende Jomsburg-Schal beging Verrat, indem er nach Beginn der Schlacht seine Schiffe zurückzog und sich nicht am Kampf beteiligte. Der zahlenmäßigen Überlegenheit der Dänen, Schweden und abtrünnigen Norweger war die Flotte des norwegischen Königs nicht gewachsen. Nach den dänisch orientierten Quellen beging König Olaf Dreiquasonen, um nicht in Gefangenschaft zu geraten mit einem Sprung in die See Selbstmord, der sogenannte Königssprung. Die isländischen und norwegischen Quellen bringen diese Version nicht nach ihnen hat der Norweger König die Schlacht eventuell sogar überlebt. Nach der Niederlage in der Schlacht von Svalb spielten die Norweger im Ostseeraum keine Rolle mehr.